Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zum heutigen Vortrag, der das konstituierende Treffen der österreichisch-ukrainischen Historikerkommission eröffnet. Eine besondere Freude ist es auch, seine Exzellenz Alexander Scherba, der Botschafter der Ukraine, begrüßen zu dürfen. Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte zur Kommission sagen. Ihre Gründung entspringt der Initiative mehrerer namhafter ukrainischer und österreichischer Historiker. Ziel der Kommission ist es, durch gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltungen zu einer Verbesserung der wissenschaftlichen Auslandskontakte und Vertiefung des gegenseitigen Wissens beizutragen. Besondere Berücksichtigung soll dabei Themen der gemeinsamen Geschichte finden. Im Namen des IWMs und seiner Rektorin Professor Charlene Randeria sowie meines Kollegen Dozent Dr. Wolfgang Müller, Mitinitiator der Kommission und stellvertretender Direktor des Instituts für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, möchte ich mich bei den Mitgliedern für die Kommen und ihr Engagement sehr herzlich bedanken. Das IWM betreibt seit 2015 das Projekt Ukrainian-European Dialogue. Es ist uns ein Anliegen und eine große Ehre, die Gründung der österreichisch-ukrainischen Historikerkommission zu unterstützen. Nun aber endlich zu Martin Pollack, dem Sprecher des heutigen Abends. Er bedarf hier wohl kaum einer Vorstellung. Ich fasse mich daher kurz. Pollack wurde in Bad Hall, Oberösterreich, geboren und studierte Slawistik und osteuropäische Geschichte. Er ist ein international bekannter Schriftsteller und Publizist, Übersetzer zahlreicher polnischer Autoren und einer der wichtigsten Vermittler osteuropäischer Literatur im deutschsprachigen Raum. Bis 1998 war er Redakteur des Spiegel in Wien und Warschau. Von seinen vielen Preisen und Auszeichnungen nenne ich hier nur den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung zu 2011. Zu Pollacks wichtigsten Büchern zählen Galizien, eine Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina von 2001, Der Tote im Bunker, Bericht über meinen Vater 2004, Kaiser von Amerika, die große Flucht aus Galizien 2010, Kontaminierte Landschaften 2014 und Topographie der Erinnerung 2016. Heute Abend wird Martin Pollack über die Ukraine aus der persönlichen Sicht eines Polonisten sprechen. Nach dem Vortrag gibt es Gelegenheit zur Diskussion und anschließend wie immer Wein und Cheese. Vielen Dank, lieber Martin, dass du unsere Einladung angenommen hast und bitte ergreife das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Tatjana. Vielen Dank Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich fürchte, ich werde Sie ein bisschen enttäuschen. Das ist überhaupt keine wissenschaftliche Sache, die ich hier vortrage. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, ein bisschen anekdotisch, eben über meine Beziehung, sozusagen wie ich als Polonist zur Ukraine gekommen bin. Aber vielleicht auch eingangs schon ein paar Worte zu dem heutigen polnisch-ukrainischen Verhältnis. Also Ihnen verrate ich ja da, glaube ich, nichts Neues, wenn ich sage, dass das beklagenswert ist. Das ukrainisch-polnische Verhältnis war schon sehr, sehr viel besser. Es ist jetzt seit dem Machtantritt Kaczynskis, seit der PiS-Regierung ist es schlecht und wird zunehmend schlechter. Unlängst habe ich einen Titel gefunden in der Gazeta Wyborcza, der allerdings nicht über Polen war, sondern über das polnisch
belarussische Verhältnis, aber der schien mir sehr präzise, das auszudrücken. Der lautet Schegnaj Gedrojcu Vitaj Dmowski. Also auf Wiederschauen, Gedrojc, willkommen Dmowski. Ich nehme an, dass die meisten von Ihnen wissen, sozusagen, wer diese beiden Persönlichkeiten sind. Jerzy Gedrojc, der Herausgeber und Chefredakteur der Exilzeitschrift Kultura, die in Paris erschienen ist, bis 2000, wenn ich mich jetzt nicht irre, und der ein sehr starker Verfechter einer polnisch-ukrainischen Annäherung war und einer polnisch-ukrainischen Aussöhnung war. Es gibt so etwas wie eine Gedrojc-Doktrin, nach der sich ja auch die polnische Außenpolitik nach 1989 eine Zeit lang oder relativ lang orientiert hat. Gedrojc hat unglaubliche Verdienste sich gerade für dieses Verhältnis erworben. Und Roman Dmowski, natürlich auch allen hier sicherlich bekannt oder fast allen bekannt, ein polnischer Nationalist, man kann sagen fast der Vater des polnischen Nationalismus, der anders als Gedrojc eine Politik vertreten hat, eines polnischen Ethnozentrismus, Chauvinismus und wenig bedacht eigentlich auf diese nachbarschaftlichen Beziehungen gelegt hat. Adam Michnik hat Dmowski einmal einen Bazillenträger der Xenophobie genannt. Das ist sicherlich vielleicht überspitzt ausgedrückt, aber meines Erachtens nicht ganz unpassend. Und die Tatsache, dass heute ein Politiker wie Roman Dmowski in Polen wieder Konjunktur hat, erscheint mir doch ziemlich bedenklich. Also das hier ganz kurz, aber ich möchte eigentlich beginnen wirklich mit meinen persönlichen Erfahrungen, und da muss ich anfangen 1965, als ich zum ersten Mal nach Polen kam. Das ist lang her. Damals war die Ukraine in Polen naturgemäß überhaupt kein Thema. Es war die sozialistische Sowjetrepublik der Ukraine, da hat man eigentlich über die Ukraine nicht gesprochen, in Österreich sowieso nicht. Aber damit verrate ich Ihnen ja auch nichts Neues. Das hat sicherlich auch historische Gründe gehabt in Polen, also dass man dieses Thema ausgespart hat, dass man eigentlich über diese polnisch-ukrainischen Beziehungen auch in der Vergangenheit möglichst wenig gesprochen und auch geschrieben hat damals. Das hängt natürlich zusammen, dass der Mythos der sogenannten Kresy, die Kresy, diese Ostgebiete, die Randgebiete Polens, die nach dem Ersten Weltkrieg von Polen annektiert wurden, also in Ukraine, Belarus und Litauen, dass dieser Mythos der Kresy mit den beiden wichtigen polnischen Kulturzentren Lemberg, Lwów und Wilno, auch in der Zeit, wo ich in Polen zu studieren begonnen habe, natürlich immer noch lebendig war. Das war politisch nicht angesagt, ganz klar. Da hat auch die Zensur darauf geschaut, dass das nicht irgendwo thematisiert wurde. Aber es war emotional natürlich immer noch da. Das war, könnte man sagen, ein emotionales Minenfeld in Polen. Also jede Diskussion über die Kresy wurde sofort extrem emotionell. Das ist etwas, was zum Beispiel für die sogenannten wiedergewonnenen Westgebiete nicht gegolten hat. Die waren mit sehr viel weniger Emotion behaftet. Ein Beispiel kann ich aus meiner eigenen Erfahrung vielleicht dazu nennen, mit Adam Sagajewski, den Sie sicherlich kennen, dieser wunderbare polnische Dichter, Essayist, hat er mal erzählt, Adam Sagajewski kommt aus Lemberg, 1945 in Lemberg geboren, aber ist, glaube ich, im selben Jahr oder 46, weiß ich jetzt nicht so genau, ist er mit seinen Eltern sozusagen vertrieben worden oder umgesiedelt worden, wie immer wir das jetzt nennen wollen, nach Gliwice. Und Sagajewski hat immer erzählt, dass bei ihnen zu Hause alles, was aus Lemberg kam,
also die wenigen Dinge, die sie damals mitnehmen konnten, das war ein alter Kelim, das war irgendwo ein bisschen ein Geschirr von der Großmutter, das waren Bücher, das war unglaublich emotionell behaftet. Also da hing die Liebe der gesamten Familie dran. Während alles, irgendwelche praktischen Dinge in Gliwice, das Fahrrad, die Nähmaschine, der Fleischwolf in der Küche und andere Gerätschaften waren alles deutsche Gerätschaften. Und er hat gesagt, für ihn war das so in der Kindheit, die emotionalen Dinge kamen alle aus Lemberg, die waren irgendwie eigentlich schön, aber unpraktisch, hat man eigentlich nicht wirklich gebraucht. Während die praktischen Dinge waren alles deutsche Dinge, also die Singer-Nähmaschine, das Fahrrad, das da noch stand. Und das hat meines Erachtens ja, illustriert das sehr gut, diese Beziehung. Nicht? Also es gab sehr starke Verlustbeziehungen, Verlustängste auch betreffend die Ostgebiete, während die wiedergewonnenen Gebiete also nicht so besondere Freude auslösten. Ich kann mich dann erinnern, ich weiß nicht, war das 1965 oder war das 1966, ich habe damals im Studentenheim in Warschau gelebt, mit ein paar Ausländern, Amerikaner waren damals dort, Engländer. Und wir haben mit den Polen natürlich uns immer wieder getroffen und an einem Abend bei einem polnischen Kollegen ist einiges getrunken worden, das war damals so. Und dann haben die polnischen Kollegen zu singen begonnen. Und wir haben da ja, irgendwie bewundert zugehört. Und eines dieser Lieder ging so: Jedna bomba atomowa, i wrócimy znów do Lwowa. Druga mała, ale silna, i wrócimy też do Wilna. Ich übersetze es ganz kurz, weil die meisten das ja wahrscheinlich verstanden haben. Nicht eine Atombombe und wir kehren zurück nach Lemberg. Eine kleine, aber starke und wir kehren auch zurück nach Vilnius. Ja? Wir waren, um es gelinde zu sagen, ein wenig erstaunt. Ich vielleicht am wenigsten, ich komme aus einer Nazi-Familie, also da hat es ähnliche Töne gegeben. Jetzt nicht auf Lemberg bezogen, nicht auf Vilnius bezogen, aber ja, durchaus in diesem Sinn. Also mir war das nicht ganz fremd. Meinen englischen und amerikanischen Kollegen, das habe ich schon bemerkt, war das doch ein bisschen fremd. Und wir haben dann ja auch unserem Erstaunen Ausdruck verliehen und da haben uns dann die polnischen Kollegen ein bisschen erstaunt angeschaut und gesagt, ja, warum wir uns da jetzt so wundern. Und dann haben sie begonnen zu erklären und das ging dann Wolin, also die Massaker von Wolinien und insgesamt. Und das war eine einzige anti-ukrainische Swada. Anders kann man das jetzt nicht bezeichnen, nicht, die wirklich nichts anderes zum Inhalt hatte, als dass alle Ukrainer Resuni, also Mordbrenner, Halsabschneider, Banditen und so weiter sind. Und solche Geschichten hat man damals, wenn man genau hingehört hat, muss ich sagen, in Warschau schon hören können. Ja? Also nicht offiziell, klar, aber dort, was man auf Österreichisch den Stammtisch nennt, in Kneipen, soweit es die gegeben hat, die hat es schon gegeben, haben ein bisschen anders ausgeschaut als bei uns, in Kneipen, wenn ein bisschen getrunken wurde, oder auch in privaten Kreisen, hat man solche Dinge dann sogar, würde ich einmal sagen, aus der Erinnerung relativ oft zu hören bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob das besonders typisch war. Also ich habe keine Ahnung, wie stark diese Gefühle wirklich waren. Ich habe auch nie eine seriöse Untersuchung dazu gelesen, wie in den 60er Jahren, vielleicht auch noch in den 70er Jahren, das in Polen sich verhalten hat. Eines muss ich auch noch dazu sagen. Ich habe in meinen ersten Jahren in Polen keinen einzigen Ukrainer kennengelernt. Keinen einzigen. In Warschau. Ich war auch nicht die ganze Zeit in Warschau, aber ich habe nie einen Ukrainer kennengelernt. Jetzt nehme ich nicht an, dass es in Warschau keine Ukrainer gab. Ich nehme auch nicht an, dass es in meinem Bekannten- und Freundeskreis keine Menschen ukrainischer Herkunft gegeben hätte. Ich glaube eher, das liegt daran, dass man damals das
ja, vielleicht vermieden hat, sich dazu zu bekennen oder vermieden hat, das irgendwie zu äußern. Noch eine Bemerkung zu diesem Studentenheim. Ich hatte dort Freunde, Ausländer, so wie ich, Amerikaner, Litauer. Und das waren wirklich also glühende Nationalisten. Ich weiß noch, wir hatten einen, den Kasis, der fand sofort litauische Freunde, eine litauische Freundin, mit der er dann zusammengezogen ist. Also innerhalb von kurzer Zeit hat er eine litauische Community in Warschau entdeckt. Das war in den 60er Jahren. Ja. Mein bester Freund, ein Engländer, der Herkunft nach vom Vater her, Belarusse, der Vater ist mit der Andersarmee nach London gegangen, hatte überhaupt kein Problem, sich zu seiner belarussischen Herkunft zu bekennen. Ja, überhaupt kein Problem. Ich habe später den Vater kennengelernt, das war nicht uninteressant. Er war zwar ein polnischer Soldat, aber er war Belarusse und er hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er Polen gehasst hat. Also der hat das wirklich gehasst. Hat auch nie Polnisch, außer mit mir hat er Polnisch gesprochen, aber sonst mit niemandem. Aber ich habe nie, sozusagen, es auch, hat auch keine Ausländer gegeben, die vielleicht Ukrainer gewesen wären. Also Amerikaner, Kanadier, nichts. Obwohl es natürlich bekanntlich dort eine riesige Diaspora gibt. Warum das so war, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch diese anti-ukrainischen Ressentiments, die so stark waren, und dass das polnisch-ukrainische Verhältnis um so vieles belasteter war als zum Beispiel das polnisch-belarussische Verhältnis oder das polnisch-litauische Verhältnis, die auch nicht unkompliziert waren und nicht unkompliziert sind bis heute, aber sie sind, glaube ich, doch einfacher als eben, was ich gerade gesagt habe, das polnisch-ukrainische Verhältnis. Jetzt dieser Nationalismus, der damals zweifellos in gewissen Kreisen im Schwange war, war ja nicht ein Privileg der Rechten, sondern wir wissen alle, dass natürlich auch innerhalb der kommunistischen Partei nationalistische Argumente im Schwang waren, dass man sich gern nationalistische Argumente bedient hat, also das ist denen überhaupt nicht fremd war. Und dass die kommunistische Partei, und das habe ich damals ja auch erlebt, nicht auch kein Problem damit hatte, dann wirklich zu extrem rechten Argumentationen zu greifen, sich extrem rechter Argumentationen zu bedienen, bis hin zum Rassismus. Also ich war 67, 68 in Warschau während dieser antisemitischen Kampagne. Und ich habe den Eindruck, dass der Nationalismus, der damals hochgespült wurde, dass dieser Nationalismus sich auch in den polnisch-ukrainischen Beziehungen niederschlug. Also dafür habe ich überhaupt keinen Beweis, das kann ich nicht beweisen. Ja, aber das war so mein Eindruck, dass dann eigentlich ein bisschen eine Hemmschwelle, diese Hemmschwelle etwas tiefer war und dass man dann auch in Beziehung, im Verhältnis zu den Ukrainern vielleicht ein bisschen hemmungsloser wurde. Also mit diesen Bezeichnungen Faschisten, Banderowzi und so weiter, die wir heute alle gut genug kennen. Es gab, und das habe ich als Student dann schon erlebt, und darauf wurden wir auch hingewiesen, es gab eine reiche Literatur, die das bedient hat, die diese Argumente bedient hat, die diese Gefühle, Ressentiments bedient hat, die gab es in Polen, die sich auseinandergesetzt hat, vor allem mit dem Kampf der Kommunisten nach dem Krieg gegen antikommunistische Elemente, bei denen ja auch ukrainische Elemente dabei waren. Also gerade in Südpolen haben ja auch Ukrainer da gekämpft. Und da gab es Bücher, die teilweise bis heute durchaus bekannt sind, durchaus viel gelesen werden. Zum Beispiel einer der bekanntesten Autoren, Jan Gerhard, Runi w Bieszczadach, Feuerschein in den Bieszczady, im Bieszczady-Gebirgen. Glaube ich 1959, wenn ich mich nicht irre, zum ersten Mal erschienen und das lebte dann zig Auflagen, über 500.000 verkaufte Exemplare und es wurde, was besonders interessant ist, es wurde zur Schullektüre erklärt.
Also Hunif Birschadach, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, glaube ich eigentlich nicht, hoffe ich nicht, aber es war damals jahrelang eine Schullektüre und hat natürlich die Menschen, junge Menschen, doch sehr stark beeinflusst. Und wenn man sich heute dieses Buch anschaut, ich habe jetzt mit einem Blick hineingeworfen, dann sind da schon diese anti-ukrainischen Klischees, diese Vorurteile in massivster Form zu finden. Nicht? Also da sind eigentlich, werden die Ukrainer wirklich nur in dunklen Farben gezeichnet, also da gibt es keine positiven Helden. Die positiven Helden sind eigentlich ausschließlich die Polen. Es gab dann auch relativ viel historische Literatur zu diesem Thema, zu meiner Zeit. Ich würde da nur ein Beispiel nennen, Edward Prus, ein bekannter Historiker, der sich mit polnisch-ukrainischen Beziehungen auseinandergesetzt hat. Ich glaube, er ist schon gestorben. Ich habe in meiner Bibliothek gefunden ein Buch, Heroshi spod znaku Trisuva, die Heroen unter dem Zeichen des Dreizacks, ich glaube 1985 erschienen, beschäftigt sich mit drei bekannten ukrainischen Persönlichkeiten, Jewgen Konowalets, Stepan Bandera und Roman Shuchevich. Und auch bei Prus, der als Historiker doch auftritt, ist ein Schwarz-Weiß-Bild par excellence, also die Ukraine wird nur dunkel gezeichnet, diese ukrainischen Helden sind Banditen, die ukrainischen Organisationen werden als Mafia-Organisationen bezeichnet und in diesem Sinne. Vielleicht ist es nicht unnütz, dass man einen Blick auf die Biografie dieses Autors wirft. Edward Prus war ein Aktivist der 1981 gegründeten Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald, also der patriotischen Vereinigung Grunwald. Vielleicht erinnern Sie sich daran, die sozusagen als Gegenkraft gegen die Solidarność wohl ins Leben gerufen wurde. Eine extrem reaktionäre, mit Hilfe der Partei, muss man natürlich sagen, extrem reaktionäre, antisemitische Gruppierung, die ja, relativ viel publiziert hat. Und dann war Edward Prus, glaube ich, bis zu seinem Ende auch ein Mitarbeiter von Radio Maria, also diesem Sender, nicht der wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch ein Begriff ist, und ein glühender Verfechter, ein glühender Gegner des EU-Beitritts von Polen. Also da finden wir dann schon alle diese Elemente vereinigt. Das war auch die Zjednoczenie Grunwald, war auch, ich weiß nicht, wie lange die existiert haben, ich glaube bis 91, wenn ich jetzt nicht, dann wurden sie aufgelöst. Die waren auch also starke Gegner des EU-Beitritts Polens. Also das war ungefähr diese Geister, und wir als Studenten, die in Polen studiert haben, sind mit dem ja doch konfrontiert worden, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass das Polen war, das ich kennengelernt habe. Das war die eine Seite. Das war diese eine Seite. Auf der anderen Seite, also in den 60er Jahren, habe ich das andere vielleicht weniger kennengelernt, aber die andere Seite, das war dann schon in den 70er Jahren. Da habe ich am Institut für Geschichte in Warschau gearbeitet, im Institut der Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften, und da wehte schon ein völlig anderer Geist. Das muss man sagen, auch was die polnisch-ukrainischen Beziehungen anlangt. Die waren dort sicherlich auch nicht ein wichtiges Thema. Ich kann mich nicht erinnern, dass damals eine wichtige Publikation dazu erschienen wäre. Aber es war ein völlig anderer Geist, es war eine Offenheit, mit der man dort konfrontiert wurde, die wirklich erstaunlich war. Also es waren Historiker wie zum Beispiel Jerzy Holzer, der, glaube ich, hier im IWM sehr bekannt ist. Nicht Jerzy Holzer, glaube ich, war hier auch als Fellow, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion über ein Buch von ihm, das in den 70er, weiß, glaube ich, 1974 erschienen ist, Mosaika Polityczna II Rzeczy Pospolitej, also das politische Mosaik der Zweiten Republik, in dem auch
die ukrainischen Parteien und Gruppierungen aufgezählt werden und behandelt werden. Und es gab damals eine sehr, sehr interessante Diskussion, bei der ich dabei war, wo wirklich in einer Offenheit über dieses Thema gesprochen wurde, die für mich verblüffend war. Da fragte wirklich irgendjemand, weiß nicht mehr, wer das war, wo bleiben eigentlich bei uns die Publikationen über die polnisch-ukrainischen Beziehungen, wo das ganz offen und vorurteilslos dargestellt wird. Und dann stand jemand auf und hat gesagt, ja, aber da muss ich jetzt schon darauf hinweisen, da gibt es ja seit vielen, vielen Jahren gibt es die Kultura in Paris, und die war natürlich tabu in Polen, im kommunistischen Polen, nicht war das streng verpönt, also Kultura um Gottes Willen. Gibt es die Kultura in Paris, Jerzy Giedroyc, und dann fiel noch ein Name, den ich damals nicht zum ersten Mal gehört habe, aber in diesem Kreis sicherlich zum ersten Mal gehört habe, das war Bohdan Osadczuk. Nicht ein ukrainischer Intellektueller, wunderbarer Publizist, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin. Und Bohdan Osadczuk hat viel mit der Kultura zusammengearbeitet und hat dort, kann man sagen, mit Giedroyc zusammen eigentlich diese Konzeption auch mitentwickelt, nicht, dass eben eine Annäherung nötig ist, dass Polen auf territoriale Forderungen verzichten muss gegenüber seinen Nachbarn in Osteuropa und so weiter. Also das war in diesem Kreis war für mich das wirklich extrem überraschend. Also das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich habe dann mit anderen Menschen in Polen gesprochen, größtenteils mit Historikern, älteren, aber auch jüngeren, und da ist mir dann schon ein völlig anderes Bild begegnet. Aber eines muss ich sagen, ich habe auch damals, ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, im Institut History damals einen Ukrainer gehört oder gesehen zu haben. Vielleicht hat es die gegeben. Ja, es war Fritzak wird das vielleicht wissen, ob es in den 70er Jahren im Institut History, ob es da schon Kontakte gab. Hat es keine gegeben. Also das war für mich ein bisschen überraschend. Und ich hatte einen Professor, sie war sozusagen unter einem Professor, der war im Militär, Tadeusz Jędruszczak, also der war nicht gerade sozusagen das Musterbild der Offenheit, was das anlangt. Und den habe ich schon auch daraufhin gefragt, weil mich damals dieses Thema bereits zu interessieren begann. Und er hat gesagt, ja, das ist wahnsinnig kompliziert, nein, diese Beziehungen, die sind noch ein bisschen im Argen, aber das wird schon, nicht? Ich habe mit anderen Historikern, zum Beispiel Jan Scharnowski, gesprochen oder dann auch mit Jerzy Holzer darüber, und die waren eigentlich sehr betroffen, dass das noch nicht sozusagen offener diskutiert werden kann in Polen. Die haben das sehr bedauert. Dann komme ich zu den 80er, das waren die 70er Jahre für mich. Da war ich im Institut History. Dann kommen die 80er Jahre. Da kann ich überhaupt nichts erzählen, weil ich da persona non grata war. Von Anfang bis zum Ende. Beginn der Solidarność, Beginn der Streiks an der Ostseeküste. Ich wurde damals vom Spiegel gebeten, weil die schlauen Deutschen hatten keinen akkreditierten Korrespondenten. Das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen. Ja? Aber der Spiegel war ja nicht das kleinste Blatt, hatte keinen einzigen akkreditierten Korrespondenten in Polen. Und die sind dann draufgekommen, die Polen haben die Grenzen zugemacht, haben gesagt, ja, natürlich mit Akkreditation, no problem, bitteschön, nur ohne, nein. Als Österreicher habe ich kein Visum gebraucht, und dann haben sie mich gebeten, ob ich nicht für sie das machen kann. Ich habe gesagt, ja, gern, natürlich, die haben ja nicht so schlecht gezahlt. Bin nach Warschau geflogen und das war's. In Warschau wurde ich festgenommen, wurde zur persona non grata erklärt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Es gibt mehrere Gründe. Ich hatte Beziehungen zur polnischen Opposition, zu Dissidenten. Ich habe in Wien in einer linken Zeitschrift gearbeitet, dem Wiener Tagebuch. Das waren Eurokommunisten, also auch nicht gerade die besten Freunde der polnischen Kommunisten. Und es gab eine kleine Episode, die zurückgeht zu 67, 68, wo ich mir eingebildet habe und bis heute ein bisschen dran glaubt, dass die Polen das nicht herausgefunden haben. Ich war im Sechstagekrieg
Als Freiwilliger. Also nicht kämpferisch, nein, ich war nicht einmal im österreichischen Bundesheer, aber ich bin als Freiwilliger nach Israel gegangen, 67, und habe 4 Monate dort gearbeitet und bin dann fast anschließend nach Polen wieder zum Studium gegangen. Also das war ein bisschen riskant, das muss man schon sagen. Ich habe nur in Wien sozusagen mir einen neuen Pass genommen, weil ich das israelische Visum, habe ich mir gedacht, ist nicht so gut. Bin dann nach Polen gegangen und habe diese ganze antisemitische Kampagne, antizionistische Kampagne natürlich offiziell, anti-israelische Kampagne, habe ich mit einigem Interesse sozusagen beobachtet. Habe mir gedacht, also ich lehne mich da jetzt nicht aus dem Fenster und erzähle nicht von meinen Erfahrungen in Israel. Möglich, dass das der Grund war, warum ich dann zur Persona non grata erklärt wurde, das weiß ich nicht. Jedenfalls, über die 80er Jahre in Polen kann ich nichts sagen, die habe ich nur von außen beobachtet. Aber eines weiß ich, dass es eine Aufbruchsstimmung in jeder Hinsicht gegeben hat in Polen, da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues. Die Zensur hat natürlich an Macht verloren, die Partei hat immer mehr Bastionen aufgeben müssen, diese Diskussionen sind offener geworden. Es hat natürlich Rückschläge gegeben, nicht das Kriegsrecht im Dezember 81, ganz klar, da ist die Schraube wieder enger gedreht worden. Aber insgesamt, und das gilt, glaube ich, auch für die polnisch-ukrainischen Beziehungen. Für mich hat der Zustand der Persona non grata eine doch engere Hinführung zur Ukraine bedeutet, und das ist wirklich sozusagen also ein Zufall, weil ich damals ein Thema gesucht habe, mit dem ich mich beschäftigen kann, ohne nach Polen fahren zu müssen, das ungefähr mit meinem Gebiet etwas zu tun hat, und da kam ich dann in Diskussion mit einem guten Freund, dem Christoph Ransmeier, kam ich drauf, Galizien. Das war in Österreich null Thema. Es hat auch in Österreich kein Mensch irgendetwas zu Galizien gewusst. Damals, es gab sicher, also ich will es das nicht übertreiben, aber es gab sicherlich ein paar Experten, die natürlich große Kenner waren. Aber insgesamt war das einfach kein Thema. Ja? Und ich habe mich dann begonnen, da hineinzulesen und bin dann draufgekommen. Ich muss ehrlich gestehen, ich war genauso wie sehr viele eigentlich überzeugt, dass galizische Literatur eine jüdische Literatur ist. Punkt. Ja, vielleicht gibt es da noch ein paar Polen, aber im Prinzip Juden und sonst gar nichts. Bin dann draufgekommen, na, so ist es nicht. Da gibt es ja auch die ukrainische Literatur, nicht? Und habe mich dann da doch ziemlich hineingearbeitet. Und das war für mich unglaublich wichtig und das war für mich dieser erste direkte Kontakt. Direkte Kontakt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich bin in Archiven gesessen, bin in der Bibliothek gesessen. Aber es war doch ein Kontakt mit einer Welt, die damals für uns in Österreich eigentlich eine verschlossene und unbekannte war. Man muss leider sagen, dass die Ukraine ja nach wie vor, da sage ich Ihnen auch nichts Neues, ja nach wie vor weitgehend hier in Österreich terra incognita ist. Aber damals war das ganz sicher, galt das sicherlich auch für Galizien. Also das waren diese 80er Jahre, in denen ich schon durch die Lektüre der polnischen Zeitungen gemerkt habe, da bricht etwas auf, da gibt es offene Diskussionen, da haben Historiker auch dann begonnen, über diese polnisch-ukrainischen Beziehungen zu schreiben, zu diskutieren. Ich weiß es nicht, ich glaube zum Beispiel Jacek Kuron, ein Idol oder ein Doyen, könnte man sagen, der polnischen Opposition, der polnischen Dissidenten, hatte schon in den 70er Jahren, ich glaube 1974, genau das geschrieben, was Giedroyc auch gesagt hat, Polen muss sich mit seinen Nachbarn im Osten aussöhnen, das ist in unserem eigenen Interesse. So ungefähr in diesem Sinn. Also das war dann in den 80er Jahren doch sehr stark. Und dann kam das Jahr 89, für mich auch wieder sozusagen die Öffnung, wo ich zum ersten Mal wieder nach Polen fahren durfte. Und als ich 89 hinkam, habe ich schon ein sehr, sehr verändertes Polen kennengelernt. Also habe ich ein ganz verändertes Polen, auch in dieser Beziehung. Also da war wirklich die Diskussion plötzlich sehr offen. Man hat über ukrainische Themen gesprochen und ich hatte schon den Eindruck, dass die Ukraine
in Polen wirklich echte Freunde hat. Also ich habe damals als Korrespondent, ich habe das zuerst von Wien aus gemacht, später war ich dann in Warschau als Korrespondent mit Leuten wie zum Beispiel mit Curon gesprochen, und der hat mich eben daran erinnert, der hat mir das auch gegeben, damals ein Zitat, ich glaube es war eben 1974, wo er geschrieben hat, die Souveränität der Ukraine von Belarus und Litauen ist ein Programm des Kampfes für die Souveränität Polens. Also ungefähr in diesem Sinn, wenn ich das jetzt so aus dem Gedächtnis zitiere. Also Curon war einer dieser, könnte man sagen, Vorkämpfer, glaube ich, einer Aussöhnung. Ein weiterer wichtiger Mann, den ich damals auch kennenlernen durfte, war natürlich Bronisław Geremek, der ja auch eine Zeit lang polnischer Außenminister war, von 1997 bis 2000. Und Geremek hat, glaube ich, als erster verstanden, dass die Ukraine einen verlässlichen Partner, einen verlässlichen Freund und auch einen Advokaten im Westen braucht. Und Geremek, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, es war Geremek, der das ganz, ganz stark betont hat und der auch diese Rolle immer wieder in Publikationen, in Gesprächen, also auch im Gespräch mit mir, hat er das ganz, ganz stark betont. Wir sind dazu verpflichtet, das ist in unserem Interesse, dass wir sozusagen die Interessen der Ukraine im Westen vertreten. Und ich glaube, Geremek hat das wirklich sehr, sehr gut erfüllt. Andererseits hat er ja nie vergessen, welche unglaublichen Probleme es da gab, nicht? Und dass diese Probleme aufgearbeitet werden müssen und dass diese Probleme angesprochen werden müssen, dass über diese Probleme viel noch publiziert werden muss. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wo und in welchem Zusammenhang er das geschrieben hat, Geremek, dass Polen und die Ukraine trennt ein Fluss von Blut. Für mich persönlich waren damals diese 90er Jahre, da hatte ich mit der Ukraine weniger zu tun, weil ich einfach als Korrespondent unglaublich beschäftigt war. Ich bin zwar in die Ukraine gefahren, ich glaube 92 zum ersten Mal, interessanterweise mit einem polnischen Fotografen namens Chris Niedenthal, das hat die Ukrainer unglaublich amüsiert und auch verwundert. Da kommt einer, der heißt Pollack, sagt er, ist Österreicher. Der zweite ist Niedenthal, er sagt, er ist ein Pole oder ist auch ein Engländer, nicht? Chris Niedenthal und der Pollack. Und untereinander reden sie Englisch, aber sie können auch beide ganz gut Polnisch reden. Ja, Ukrainisch haben sie nicht können, aber immerhin. Also das war ihnen schon ein bisschen fishy. Also die haben sich gedacht, irgendwo sind die zwar nicht ganz koscher, die da daherkommen. Ich muss eines sagen, und das ist wirklich meine Schuld, das ist meine Schuld. Wir haben bei dieser Reise 92, wir haben, glaube ich, mit John Will gesprochen, aber sonst mit interessanten Intellektuellen, wie zum Beispiel Jaroslav Rizak, leider nein. Ja, wir hatten nicht die Kontakte. Ja. Die Kontakte waren noch nicht da. Wir haben auch nicht mit jungen Autoren gesprochen, kann ich mich nicht erinnern. Ja. Wir haben das so, ja, ich glaube, ich habe gar keine schlechte Reportage gemacht über die Ukraine, aber sie hätte doch sehr viel besser ausfallen können. Hier dann auch eine ganz persönliche Note, wie ich das sozusagen mein Spiegel Existenz abgeschlossen habe. Ich habe dann gekündigt 1997, das ist übrigens beim Spiegel zu kündigen, ist nicht einfach. Ja? Das glaubt Ihnen keiner, wenn Sie zum Spiegel gehen und sagen, ich möchte kündigen. Da sage ich, was? Was ist da los? Nicht? Also auch bei mir bedurfte es einiger Überredungskunst. Ich hab dann Blödsinn erfunden. Ich habe gesagt, ja, aber ich habe Rückenprobleme. Dann hat einer ganz richtig gesagt, und ich möchte jetzt Bücher schreiben. Und er hat gesagt, ja, aber die Rückenprobleme gehen ja vom Bücherschreiben nicht weg. Also ob sie jetzt bei uns schreiben oder privat schreiben, sind ja die Probleme nicht weg. Stimmt das schon. Ich habe trotzdem gekündigt. Meine letzte Geschichte für den Spiegel war, und da knüpfe ich dann wieder sozusagen meine heutigen Kontakte mit der Ukraine an, das war eine Geschichte über Andrzej Staszczuk. Staszczuk hat damals ein Buch gehabt in Deutschland, das war Biały Kruk, der Weiße Rabe. Und ich habe ein Porträt von Staszczuk als letzte Arbeit gemacht, bin da runtergefahren nach Wołowiec im Beskid Niski und habe die Staszczuks besucht. Monika Schneidermann, meine spätere Verlegerin, bis heute meine Verlegerin in Polen. Und ich war überrascht
und bezaubert, die wohnten in einem verlassenen ukrainischen oder Lemkendorf, nicht? Wolowiec. Der Verlag ist benannt Czarne nach einem verlassenen, aufgelassenen, zerstörten Lemkendorf. Und diese Geschichte war bei den Staschuks ganz präsent. Die kümmerten sich um irgendwie da wild in der Natur rumstehende ukrainische oder lemkische Denkmäler, Wegkreuze und so weiter. Die haben den Friedhof, es gibt zwei Friedhöfe dort, einen orthodoxen und einen griechisch-katholischen, wo der Ort zu klein ist. Also man hat sich gedacht, sonst haben sie keine Probleme, sich zu trennen, sozusagen religiös. Aber die haben diesen Friedhof gepflegt. Und da kam für mich über diese beiden Leute, über Monika Schneidermann und Andrzej Staschuk, dieser ganz nahe Kontakt an die ukrainische jetzige Kultur, weil, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, hier die polnischen Intellektuellen in dieser Zeit eine unglaublich wichtige Rolle gespielt haben. Eine unglaublich wichtige Rolle. Später der Verlag Czarne hat sehr viele ukrainische Autoren herausgegeben, Juri Andruchowitsch, Taras Prochasko, Natalka Sniadanko, und die Leute haben dann auch immer funktioniert in Polen. Also die wurden eingeladen, die sind gekommen. Wir waren alle überrascht, dass die wunderbar Polnisch können. Da habe ich ein bisschen triumphiert, weil da auch dieses Gefälle merklich ist. In der Ukraine sprechen unglaublich viele Leute in der Westukraine fantastisch Polnisch. In Polen spricht kein Mensch Ukrainisch oder nur ganz wenige, nicht? Das ist ein bisschen so wie bei uns, nicht? Es kommen die Polen zu uns oder die Tschechen zu uns oder die Slowaken zu uns, die können alle gut Deutsch, wir können kein Wort von denen, nicht? Also dieses Gefälle hat man dort auch festgestellt. Aber jedenfalls war dieser Kontakt für mich unglaublich wichtig, und da habe ich schon gemerkt, dass da in Polen sehr viel passiert ist. Also das waren diese Kontakte, auch Journalisten, Paweł Smoleński, habe ich damals kennengelernt, nicht Smoleński, der sich sehr intensiv mit der polnisch-ukrainischen schmerzlichen Geschichte auseinandergesetzt hat und bis heute auseinandersetzt. Also Smoleński ist sicherlich, also ich lese immer mit Vergnügen die Gespräche Smoleński-Rezak, nicht? Also Smoleński ist sicherlich einer der wichtigen Vermittler und der auch bis heute eigentlich diese Kontakte versucht aufrecht zu halten. Also da ist sehr, sehr viel passiert, dass Polen damals so etwas wie eine Drehscheibe war, Polen eine Vermittlerrolle eingenommen hat, auch gegenüber dem Westen. Also Polen war wirklich hier eine Drehscheibe, sehr viel ukrainische Literatur ist über die polnische Literatur zum Beispiel in den deutschsprachigen Raum gekommen. Ich habe das selbst ein bisschen mit angestoßen. Ich habe zum Beispiel Katharina Rabe vom Suhrkamp Verlag mit Monika Schneidermann bekannt gemacht, und dann haben diese Kontakte auch weitergeführt, zum Beispiel zu Juri Andruchowitsch und so weiter. Also das hat unglaublich gut funktioniert. Und ich muss schon sagen, dass wir damals sehr, sehr große Hoffnungen gehegt haben. Wir haben eigentlich geglaubt, okay, die Sache ist gelaufen. Ja? Das ist irgendwo jetzt auf einem guten Weg. Diese Beziehungen sind hervorragend. Also wenn Sie erlebt haben, wie Taras Prochasko oder Jurko Prochasko sowieso oder Juri Andruchowitsch, nicht der Auftritt mit einer polnischen Band bis heute. Also diese Beziehungen sind schon unglaublich eng. Und sind sehr, sehr gut, glaube ich. Sind sehr, sehr gut. Für mich hat das auch zum Beispiel bedeutet, dass ich habe dann in den 2000er Jahren bereits ein Programm für die Leipziger Buchmesse gemacht, und das war ein Produkt eigentlich dieser vielen Kontakte, die ich damals geknüpft habe. Das war Transit, das war das Schwerpunktprogramm bei der Leipziger Buchmesse 2012, 2013 und 2014. Wo die Ukraine ein Thema war, Belarus und Polen. Und Polen war damals auch, und das war von uns so angedacht, durchaus in der Rolle als Vermittler dort. Weil wir hatten schon das Problem, und das kann ich mich auch erinnern, dass die polnischen, also nicht die Autoren, aber die polnischen Organisatoren
haben immer ein bisschen gesagt, ja, wir werden da mit den Belarussen jetzt auf eine Ebene gestellt, also das gefällt uns jetzt nicht so sehr. Ja. Haben wir gesagt, nein, das ist eh nicht so, ihr seid die Vermittler und so funktioniert das. Und das hat dann, würde ich sagen, hat auch doch ziemlich gut funktioniert. Es funktioniert heute nicht. Das habe ich schon am Eingangs gesagt. Es gibt heute, glaube ich, einen Backlash. Also Backlash das richtige Wort ist. Also heute sind die Beziehungen sehr, sehr viel schlechter als damals. Das geht bis in die persönlichen Sachen. Also mir zum Beispiel Jurko Prohasko unlängst erzählt, dass er heute, wenn er nach Polen reist, an der Grenze nicht besonders freundlich behandelt wird, was früher nicht der Fall war. Und das geht, das ist jetzt so ein Ping-Pong von kleinen Gehässigkeiten und unnötigen Aufregungen. Vielleicht noch abschließend ein kleines Detail dazu. Ich war 1992 in Przemyśl anlässlich des Besuchs des polnischen Papstes, Johannes Paul II. Da gab es große Aufregung, weil Johannes Paul II. Damals den Ukrainern, also den griechisch Unierten, wollte er eine Kirche geben. Die Karmeliterkirche, glaube ich, war das. Die Karmeliterkirche. Und ich erinnere mich, ich war mit einem schwedischen Freund, mit dem Richard Schwarz. Wir waren erstaunt, vor dieser Kirche standen alte polnische Damen und haben diese Kirche wütend verteidigt, ja, mit Bannern und Plakaten. Also diese Perle der polnischen Kultur wird nie in die Hände der ukrainischen Banditen fallen und so weiter. Also die waren da nicht sehr wählerisch. Wir haben uns das etwas interessiert angeschaut. Es gab voriges Jahr im selben Przemyśl gab es Zusammenstöße zwischen Polen und Ukrainern. Es gab einen ukrainischen Feiertag, es gab eine ukrainische Prozession, die wurde gestört von Polen. Und da waren das nicht mehr die alten Damen, die das gestört haben. Das waren nicht mehr alte Damen, sondern das waren junge polnische Faschisten. Die waren gut organisiert, die sind alle mit T-Shirts aufgetreten oder mit nacktem Oberkörper. Und dann nur eine Randbemerkung zu diesen nackten Oberkörpern, die man immer öfter sieht in diesen Kreisen. Auf mich hat das so ein bisschen den Eindruck, dass das so wie ein Stammesritual ist. Ja? Dass man mit nacktem Oberkörper zieht man in den Krieg, zeigt wie die Indianer, zeigt seine Muskelpakete, um den Gegner da schon von vornherein ein bisschen einzuschüchtern. Es ist vielleicht kein Zufall, dass auch Putin sich ganz gern mit nacktem Oberkörper fotografieren lässt. Ja, also der gehört, glaube ich, da durchaus in eine Kategorie mit diesen Leuten. Aber jedenfalls, gerade bei Przemyśl, nicht, sieht man, wie schlecht diese Beziehungen geworden sind. Gerade unlängst habe ich gelesen, dass der Bürgermeister von Przemyśl hat jetzt ein Einreiseverbot bekommen in die Ukraine. Umgekehrt haben die Polen eine ukrainische Band vorher schon ein Einreiseverbot erteilt. Also das ist jetzt so etwas, was sich so hoch schaukelt und wir wissen alle nicht, wohin das führt. Ich weiß es nicht. Ich habe vor nicht so langer Zeit einen sehr, sehr interessanten Artikel einer wunderbaren Kennerin dieser Materie gelesen, Ola Chnatiuk. Und die Ola schreibt dort, wir steuern auf eine Katastrophe zu und das mit großen Schritten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, lieber Martin. Ich bitte jetzt nun das Publikum um die Fragen und Kommentare. Vielen Dank. Danke für Ihren sehr beeindruckenden und interessanten für mich Vortrag. Sie haben über Ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen. Ich erzähle über meine persönliche Erfahrung, meine erste Reise nach Polen ganz kurz und dann muss ich leider verschwinden. Das war 1985. Ich war in der Schule, siebte Klasse, glaube ich.
und wir waren nach Warschau gereist. Und ich konnte ein bisschen Englisch, wir waren in einer Schule untergebracht. Der Junge, der sich für uns verantwortlich war, der war, konnte ein bisschen Russisch, Ukrainisch wurde dort nicht gesprochen. Und der war nicht besonders freundlich, weil wir Ukrainer waren oder weil wir Russen, weil wir Sowjets waren, ich weiß nicht. Und dann habe ich gesehen, er liest ein großes Buch. Und ich habe ihn gefragt, was liest du gerade? Und er sagt, das kennst du nicht. Ich habe gefragt, was ist das? Das ist Lord of the Rings, der Herr der Ringe. Und ich sagte, ich kenne das Buch nicht. Ich habe meine ganze Kindheit mit Hobbit verbracht. Und dann auf einmal waren wir die besten Freunde. Und ich habe gesagt, ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, darauf zu warten, dass Herr der Ringe auch veröffentlicht wird in der Sowjetunion, was nie passierte. Und was ist in diesem Buch? Und er hat angefangen, mir zu erzählen. Und auf einmal waren wir die besten Freunde. Und jetzt im Retrospekt denke ich, das war vielleicht die erste Lektion für mich, was Europa eigentlich tun kann, eigentlich, was dieser gemeinsame Kontext tun kann, wo auf einmal ja die verschiedenen Kulturen auf einmal ganz, ganz nah stehen würden. Ich glaube, das wäre auch die Antwort jetzt für die Ukraine und für Polen. Eigentlich vereintes Europa eigentlich dieses Projekt weiterzuschieben. Ich glaube, das ist die einzige Antwort auch. Nochmals vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich muss leider wieder. Okay. Ich danke auch für den sehr offenen, unterhaltsamen Vortrag. Mich würde interessieren, Sie haben gesagt, die wiedergewonnenen Gebiete haben wenig Freude bereitet. Könnten Sie das näher ausführen? Also das ist jetzt ein sehr pauschales Urteil. Ich meine, in so einem Satz kann man das natürlich nicht ausdrücken. Ich wollte damit sagen, dass meines Erachtens, und also das ist ja auch, glaube ich, in Polen weitgehend, nicht dieselben Emotionen, also die mit dem Verlust der Kresy verbunden waren, nicht dieselben Emotionen mit den wiedergewonnenen Gebieten verbunden waren. Ja, also sozusagen, man ist dorthin zurückgekehrt oder hingekommen, aber man hat nicht, also sozusagen, Wrocław, heute ist es etwas anderes, aber damals, nach 1945, war das für die Polen doch weitgehend, also außer für die dort gewohnt haben, eine eher unbekannte Stadt. Nicht? Und man hat, glaube ich, nicht dieselben Emotionen mit diesen Gebieten verbunden wie mit den verlorenen, unter Anführungszeichen, Kresy, nicht? Wo doch die polnische Kultur sehr viel tiefer verwurzelt war. Also Vilnius, Wilno, Lwów, nicht? Waren natürlich für die polnische Kultur unglaublich wichtige Städte. Nicht? Während die wiedergewonnenen Gebiete, also das waren doch kulturell geprägt deutsche Gebiete. Nicht? Also das, so habe ich das gemeint. Auch von meiner Seite vielen Dank für diesen eindrücklichen Vortrag. Einen Punkt aus der jüngeren Vergangenheit haben Sie nicht angesprochen. Und viele nicht angesprochen. Auf den möchte ich kommen. Und das ist die Orange Revolution. Eine Phase, in der zumindest aus der westlichen Perspektive doch eine sehr große Solidarisierung stattgefunden hat. Damals, wenn ich mich nicht irre, unter einer sozialdemokratischen polnischen Regierung. Und das hat einen Eindruck hinterlassen, aus meiner Perspektive doch auch von einer sehr starken europäischen Denkungsart aus polnischer Seite. In gewissem Sinne hat man sich damals als Österreicher gefühlt, wenn man sich angeschaut hat, was Polen gegenüber der Ukraine geleistet hat, so als ob man hier seinen Lehrmeister gefunden hätte. Mhm. Die Polen zeigen gewissermaßen vor, wie man europäisch zu agieren hätte. Mhm. Was ist Ihre
Erklärung dieses Phänomens und warum hat dieses Phänomen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nun in der allerjüngsten Vergangenheit keine Fortsetzung gefunden? Ja, also das ist, glaube ich, ganz einfach wie ausgedrückt mit diesem Zitat, das ich am Anfang verwendet habe. Nicht? Also das ist sozusagen die Giedroyc-Doktrin, wenn man so will. Nicht? Den Ukrainern in so einer Situation zu helfen, sich solidarisch zu fühlen mit den Ukrainern, das haben ja auch am Maidan die Polen durchaus bewiesen. Nicht? Auch beim Maidan haben sie sich ja zu einem guten Teil solidarisch gefühlt, weil sie gewusst haben, dass es ja nicht nur um die Ukraine geht, nicht? Sondern dass es hier auch um Europa geht. Nicht? Und ich glaube, das, was beklagenswert ist heute, ich meine, das kann man ja auch jetzt nicht pauschal sagen, ist diese Verengung der Sicht, nicht, dass dieser nationale Egoismus heute eher zum Durchbruch kommt, also eher diese Dmowski-Sicht, nicht, ein bisschen polonozentristisch, dass man die Dinge sieht und eigentlich ja, die Nachbarn links liegen lässt. Und dann kommt es halt auch dazu, nicht, was heute diese unglückselige Entwicklung, die ich feststelle, nicht, wo sich wirklich so diese kleinen Geschichten hochschaukeln, das sind oft auch nicht kleine Geschichten, nicht, dass hier wird ein Denkmal geschändet, dort ein Friedhof, dann wieder da und dort, nicht. Also ich glaube, das ist genau dieser Punkt, nicht, dass diese große Sicht, die auch zum Beispiel ein Politiker wie Geremek hatte, ein großer Europäer, nicht, diese große europäische Sicht, der immer die Ukraine sozusagen mit in den Blick genommen hat, nicht? Geremek war sich sehr wohl bewusst, genau wie Giedroyc, nicht, dass Polen angewiesen ist, also das ist ja nicht jetzt reine Menschenfreundschaft, nicht, dass Polen angewiesen ist auf eine starke, unabhängige Ukraine, dass das im polnischen Interesse ist. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist heute zumindest bei der offiziellen Politik verloren gegangen, nicht? Oder wird halt anders gesehen, nicht? Also da sind, glaube ich, diese beiden Unterschiede. Danke. Herr Professor, meine Damen und Herren. Ich bin kein Professor. Ich schaue nur so aus. Wir sind in Österreich. Aber ich bin Doktor. Das genügt. In Österreich genügt. Ich habe überhaupt keinen Schüler. Okay. Ich danke Ihnen für Ihren Vortrag. Okay. Ich habe es verstanden, glaube ich, auch als ein europäisches Vortrag. Und ich erinnere mich sehr Geremek. Ich kann nicht sagen, wir waren Freunde, aber wir hatten uns gut gekannt. Und wir haben uns mehrere Male getroffen. Und er hat mir einmal in Warschau gesagt, und das ist natürlich, was Sie auch sagen, wir können, hat er gesagt, ich erinnere sich jetzt, wir können nicht ohne ein unabhängiges Ukraine überleben. Aber dann hat er gesagt auch, um ein selbstständiges und starkes und demokratisches Ukraine zu haben, müssen Westeuropa sich gegenüber Ukraine öffnen. Da fehlt es. Jetzt fehlt es leider auch wahrscheinlich in Polen. Das ist fast katastrophal. Ich weiß nicht, was wir, also ich komme aus Dänemark und wir haben unsere eigenen Europaprobleme da. Ich weiß nicht, was wir mit Europa machen können. Ich bin Europäer, aber ich bin auch verzweifelt über der Lage. Was wir vielleicht in diesem Zusammenhang hier überdenken muss, ist, wo ist der Friedenschance für Ukraine? Ich bin nicht ein Putin-Versteher, sicherlich nicht. Aber ich habe es mit einem früher ukrainischen Außenminister überlegt und er hat es abgewiesen. Ich finde es doch noch, man könne es überlegen. Können wir akzeptieren, dass Krim mit der eigentlich historisch schwachen Verbindung zum Ukraine sozusagen aufgeben und es in diese faschistische Russland überlassen. Und dann versuchen, der Herr Putin zu denken darüber,
er muss die östlichen Provinzen von Ukraine verlassen, um der territoriale und politische Sicherheit von Ukraine garantieren, in Realität. Und dann können wir die Sanktionen aufgeben. Aber nicht, wie es jetzt von auch der Außenminister hier, Herr Kurz, sozusagen angesprochen wird. Also, auf Wiedersehen zum Krim, aber sicherlich der Ostukraine nicht. Mhm. Und wenn dann nicht, dann müssen die Sanktionen fortgesetzt werden, auch vielleicht von Europa allein, weil wir wissen jetzt mit der USA nicht, und eben verschärft werden. Ich frage Sie bitte. Danke. Ja, also das ist eine Frage, die ich sicherlich nicht beantworten kann. Ich bin alles andere als ein Politiker, wirklich nicht. Mein Eindruck ist, dass man eigentlich den Widerstand gegenüber Putin schon vorher setzen muss. Und dass Europa, glaube ich, gut beraten wäre, wenn man auch nicht die Krim aufgibt, sondern überhaupt nichts aufgibt gegenüber Putin. Weil ich glaube, das ist wirklich so mit dem kleinen Finger, also wenn man dem irgendetwas gibt. Und ich glaube, wir müssen uns eines klar machen. Wir müssen uns eines klar machen, dass Putin kein anderes Ziel momentan hat, also er hat natürlich auch andere Ziele, aber eines seiner wichtigsten Ziele ist es sicherlich, Europa zu schwächen, Europa auseinander zu dividieren. Das ist sicherlich ein Beweis nicht seiner Stärke, sondern meines Erachtens eher seiner Schwäche, nicht? Weil er aus einer Position der Schwäche sozusagen mit einem schwachen, auseinanderdividierten Europa besser umgehen kann. Und ich glaube, dass man einfach Putin gegenüber keine Konzessionen machen darf. Also schon gar nicht auf Kosten der Ukraine, das glaube ich. Also schon überhaupt nicht auf Kosten der Ukraine. Ich glaube, das sind wir als Europäer der Ukraine schuldig. Also wir sind der Ukraine, glaube ich, sehr viel schuldig. Ja, wir haben die Ukraine, ich bin sehr befreundet mit Juri Andruchowitsch und ich kann mich erinnern, wie enttäuscht er war nach der Orangenrevolution, nicht, wo dieses Window of Opportunity irgendwie aufgegangen ist, dass Europa sich der Ukraine zuwendet und dann ist es wieder zugegangen. Also dass man der Ukraine nicht viel früher, viel energischer geholfen hat. Und natürlich sind wir als Intellektuelle auch dazu aufgerufen, also ich hab 2011, glaube ich, ja 2011, den Preis einer Leipziger Buchmesse bekommen für europäische Verständigung und habe damals in meiner Rede dort aufgerufen, eben sich genau diesen Ländern zuzuwenden. Nicht nur der Ukraine, sondern auch Belarus und natürlich auch der Moldau, nicht? Also Moldawien. Also diese Länder, die sozusagen im Schatten liegen. Und ich glaube, wir sind heute gut beraten, gerade in dieser Situation, wo Europa schwach dasteht, sind wir gut beraten, gegenüber Putin konsequent aufzutreten. Aber wie gesagt, ich bin alles andere als ein Politiker. Herr Polak, herzlichen Dank für einen interessanten Vortrag. Ich komme gerade aus der Ukraine, Katharina Kopchenko. Bin ich konnte Ihre Bücher und habe sie mit großem Interesse jetzt gehört. Und die Frage ist, wir wissen natürlich nicht, woher das führt, also diese Komplizierung jetzt der polnisch-ukrainischen Beziehungen, aber über die Gründe solcher, sagen wir, historischer Politik in Polen könnten wir vielleicht ja überlegen, weil es auch dadurch wichtig ist, weil man Parallele finden könnte, auch bei in anderen Völkern die ähnlichen Situationen eigentlich also verarbeiten der schwierigen Geschichte. Und die Frage ist, was denken Sie, was ist mehr in diese neue Welle von diesen nationalistischen polnischen historischen Politik? Ist es sehr politisch instrumentalisiert oder hat es ja irgendwie Gründe in dieser historischen Mythenbau, also neue Stufe sozusagen, weil die Polen sich auch oft
drauf aufrufen, dass es ja das Banditen-Ukraine, das ist historisch traditionell, es kommt auch die Wurzeln von Chmelnytsky und Kosakenzeit und so weiter, das wird ja auch oft betont. Was ist hier wichtiger, diese Viktimisierung eigener Geschichte, das ist vielleicht ein wichtiger Komponent für nationale Konsolidierung sozusagen, Selbstlegitimierung in der Geschichte und in der Politik, oder man denkt das ja als Victim, also die Ukrainer dann als Banditen, quasi Nazis da und die Polen jetzt als Opfer wie Holocaust, also das Wolonien, Brodna, ja, Massaker und so weiter. Was ist hier wichtiger, historische Mythen, Politik, sonst was? Also ich würde da, ganz ehrlich, könnte ich das jetzt nicht beantworten. Da müssen wir vielleicht jemanden wie Jaroslav fragen, was er dazu meint. Also der hat da sicherlich mehr darüber nachgedacht. Also ich glaube, dass in Polen immer die Geschichte wichtig ist. Nicht? Polen ist ein Land, das sozusagen mit der Geschichte und aus der Geschichte lebt. Nicht? Also es gibt kein anderes Land, das ich kenne, das so sozusagen geschichtsbesessen ist. Also wirklich, ich habe unlängst mit Olga Tokarczuk hier in Wien diskutiert, im Rahmen des Burgtheaters nicht, und da hat die Olga gesagt, da gibt es wirklich sozusagen fast ein, ja, es ist ein bisschen verrückt, nicht? Man sieht das ja auch, nicht, wenn in Polen die Leute rumlaufen mit diesen historischen T-Shirts, nicht, Żołnierze Wyklęci und so weiter und so fort, bis zurück zu Sobieski. Nicht? Also das kann man sich ja sonst nirgends wirklich vorstellen. Nicht? Das würde keinem Österreicher einfallen, dass er mit der Maria Theresia oder was der Teufel was am T-Shirt rumläuft. Nicht? So ein T-Shirt kriegen wir nicht einmal. Nicht? Andererseits natürlich in der Ukraine, also da werde ich jetzt niemandem nahe treten, Bandera habe ich auch schon gesehen. Nicht? Also ja, das gibt es schon. Wo da wirklich die Wurzeln zu suchen sind, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, also ich glaube ja, das ist meine ganz private Meinung, ja, und die habe ich überhaupt nicht studiert, das ist Guts-Feeling, ja, das ist so ein bisschen Feeling. Ich glaube, dass Jarosław Kaczynski momentan ein bisschen ein Gefangener seiner eigenen Gruppierung ist. Also ich glaube, dass Kaczynski ja eigentlich nicht so weit weg vom Denken von Giedroycz ist, ja. Der ist nicht so weit weg von Giedroycz. Nur er hat da etwas in Gang gesetzt, was man jetzt wahnsinnig schwer aufhalten kann. Nicht? Weil eben das, diese ganze Legitimierung von PiS ja, damit verbunden ist. Nicht? Und in der letzten, vorletzten Gazeta Wyborcza habe ich schon gelesen, wird es eine polnische Jobbik-Partei geben. Nicht? Überhaupt nicht undenkbar. Also genug Faschisten finden sich, keine Frage. Nicht? Man muss diese Leute ja nur zusammenglauben. Nicht? Aber ich habe schon den Eindruck, dass hier sozusagen eine Entwicklung in Gang gesetzt wurde, die ein bisschen den Leuten jetzt die ein bisschen aus dem Ruder läuft. Nicht? Und was ich eben gemeint habe, auch dieses Aufschaukeln dieser polnisch-ukrainischen Missverständnisse, Gehässigkeiten und so weiter, das ist wahnsinnig schwer zurückzudrehen. Das ist unglaublich schwer zurückzudrehen. Wir alle wissen, wie wahnsinnig schwierig es ist, das weiß ich als Kultur- und Literaturvermittler, wie wahnsinnig schwer es ist, etwas aufzubauen. Zum Beispiel die Beziehung der Österreicher zur belarussischen Literatur. Also ich sage Ihnen, kein leichtes Gebiet. Ja? Viel Geduld und wenig Ehre. Ja? Dasselbe eigentlich mit der ukrainischen, auch nicht so wahnsinnig einfach. Ja? Da braucht man unglaublich viel Geduld, da brauchen sie wahnsinnig viel Atem und sie dürfen nicht irgendwie beleidigt sein, wenn es Rückschläge gibt. Ja? Also es ist schwierig, etwas aufzubauen, aber es ist unglaublich leicht, etwas zu zerstören. Und ich habe den Eindruck, dass momentan ja, diese Phase eben des Zerstörens da ist, nicht? Und das ist es, was mir so Sorgen macht. Das ist es, was uns so Sorgen macht, wenn ich mit meinen polnischen Freunden rede, ja? Mit Paweł Smoleński, mit der Monika Schneidermann, nicht? Die sich wirklich unglaublich eingesetzt hat für die ukrainische Literatur. Ich habe jetzt durch die Lektüre ihrer eben erschienenen Familiengeschichte erfahren, dass ihre Großmutter in der Ukraine ermordet wurde, ja? Von Ukrainern, ja, von der Monika, ja, ihre jüdische Großmutter. Ja. Da ist nie auch nur der Hauch, ja, irgendwer anti-ukrainischer Gefühle herausgekommen. Nicht? Und solche Leute brauchen wir einfach mehr. Nicht? Und diesen Geist, diesen europäischen Geist brauchen wir. Nicht?
aber das war keine Antwort auf Ihre Frage. I'm sorry. Herr Pollack, Sie sprachen jetzt eigentlich schon das Thema an, dass ich Sie hinfragen möchte. Und wie sehen Sie die Rolle der Kultur in der gegenwärtigen Situation in Polen? Und haben Sie auch das Gefühl, dass zum Beispiel vor 2 oder 3 Jahren noch die Beziehungen zwischen Ukrainern und Polen eben über die Kultur als Brücke zustande gekommen ist und nun in einem sehr radikalen und abrupten Schnitt plötzlich die Kulturpolitik sich so gewandelt hat in Polen, dass sie plötzlich eben die Nationalismen wieder hervorheben möchte und sich auf dieser Welle plötzlich andere Bewegungen gegen die Ukraine richten? Ja, da muss ich jetzt eine Lanze für Polen brechen. Man muss eines sagen, es gibt die offizielle polnische Kulturpolitik, ja, das wissen wir alle, ich weiß es, nicht? Ich bin ja, irgendwie auf dem Index, habe ich gehört, beim polnischen Institut, und es gibt die normale polnische Kulturpolitik. Ja? Und da würde ich schon sagen, also da bin ich sehr, sehr optimistisch. Nicht? Da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Ich war voriges Jahr vor kurzem in Wrocław. Ja, dazu eine Anekdote. Ich wurde hier eben rausgebeten aus dem polnischen Institut, wo ich so einen losen Zyklus hatte, Martin Pollack-Poletza, nicht, wo ich irgendwelche polnischen Autoren präsentiert habe. Das hat sich dann aufgehört, weil ich ja, ein paar Essays über Polen geschrieben habe, die nicht so toll angekommen sind bei gewissen Kreisen. Dann hat die Gazeta Wyborcza darüber berichtet, Martin Pollack ist am Index vom PiS. Ja? Am selben Tag kam ein Anruf aus Wrocław, am selben Tag, ja? Mit einer Einladung zu einem Literaturfestival nach Wrocław. Ja? Also das ist, glaube ich, zum Beispiel bei Ungarn nicht so möglich. Ja? Da ist Polen einfach sozusagen, die Kulturlandschaft ist um so viel stärker, ist um so viel unabhängiger. Auch die Polen hat unabhängige Medien. Nicht? Ich meine, es hat die Gazeta Wyborcza, es hat die Politiker, es hat den Tygodnik Powszechny und. Es hat einfach eine lebende Literatur-Kulturlandschaft. Nicht? Die Proteste rund um das Theater in Wrocław sind bis heute nicht abgeebbt. Nicht? Da ging es um den Direktor, der ersetzt wurde. Nicht? Das heißt, ich glaube, dass Polen durchaus imstande ist, sich dem entgegenzusetzen. Ja, das ist schwierig und da kommen dann auch wir sozusagen ins Spiel. Ja, das ist dann auch unsere Aufgabe hier. Wir können nicht sagen, ja, dass uns die Entwicklung in Polen nichts angeht. Mich geht die Entwicklung in Polen etwas an, weil ich an der Ukraine interessiert bin. Und ich bin daran interessiert, dass weiterhin die Gazeta Wyborcza und der Tygodnik Powszechny erscheinen können, wo ich tolle Artikel über die Ukraine lese, weil ich leider, ich Depp, nie ukrainisch gelernt habe. Ja? Also das sind schon wir österreichische, deutsche Intellektuelle und man, das verstehen ja auch die meisten von uns. Nicht? Aber ich glaube, insgesamt bin ich da doch ziemlich optimistisch. Ja? Bin ich ziemlich optimistisch, dass das in Polen nicht so geht, wie in Ungarn es gegangen ist, nicht wo nebst Sabaczak, man wissen wir auch nicht, hat ein österreichischer Investor in der Hand gehabt, also auch nicht gerade das Ruhmesblatt, aber meine, die österreichischen Ruhmesblätter sind ja nicht so wahnsinnig häufig, nicht? Gerade was diese Beziehungen angeht. Nicht? Man, wir erinnern uns ja auch, dass, glaube ich, Österreich das Land war, nicht wo nach der Annexion der Krim man den Herrn Putin eingeladen hat und mit Standing Ovations begrüßt hat. Nicht? Und also ich würde das nicht so abwegig finden, wenn man den heute einlädt, dass da wieder Standing Ovations gibt. Nicht? Also das meine ich nicht, das ist unsere Aufgabe. Ja, grüß Gott, danke. Also wir kennen einander seit Jahren. Und ich freue mich sehr, Sie hier wiederzusehen. Sie haben viel über das Verhältnis der Polen zu den Ukrainern erzählt, aber ich würde auch interessieren, wie Sie beobachten im Laufe der Jahre die Entwicklung des Verhältnisses der Ukrainer zu den Polen. Ich war also sozusagen auf der anderen Perspektive her gesehen und ob sich da
wie Sie sich da die Veränderungen sehen oder die Ähnlichkeiten. Also ich habe auch meine jahrelangen Beobachtungen in diesen, über diese Beziehungen und mich würde interessieren, wie Sie das beschreiben würden, wie der jetzige Stand ist, auch im Vergleich zum Stand vor einigen Jahren oder von nach der Wende und so weiter. Dankeschön. Also ich glaube, und das kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen, ja, ich bin kein Soziologe und ich habe diese Zahlen noch nicht parat, aber ich glaube, insgesamt kann man eines sagen, dass die Sympathien für die Polen in der Ukraine sehr viel größer sind, nach wie vor, als umgekehrt in Polen für die Ukrainer. Also wenn Sie heute wahrscheinlich eine Umfrage machen würden, eine seriöse Umfrage machen würden, die Sympathiewerte abfragen würden, dann wäre wahrscheinlich das in Polen ziemlich unten, während in der Ukraine habe ich, zumindest von meinem Freund, aber gut, die sind auch nicht sehr typisch, nicht? Das sind Intellektuelle, das sind Leute eben wie Juri Andruchowitsch oder Jurko Proasko, nicht? Die unglaublich eng mit Polen ja auch verbunden sind. Nicht, die unglaublich eng mit Polen verbunden sind, aber die auch alle darunter leiden, nicht an diesem jetzigen Zustand. Aber insgesamt würde ich meinen, dass es so ist, dass in der Ukraine, vielleicht irre ich mich, also es gibt, glaube ich, genug Ukrainer hier im Saal, die mir sofort wütend widersprechen können, dass insgesamt, glaube ich, in der Ukraine sozusagen diese pro-polnischen Gefühle immer noch sehr viel stärker sind als umgekehrt. Das glaube ich, ja. Aber das kann sich natürlich auch ändern, das nehme ich einmal an, ja. Und das meine ich eben mit solchen Aktionen, nicht wie im Przemysl, nicht, wo man dann, weiß nicht, eine ukrainische Prozession oder Demonstration stört, nicht. Wobei ich jetzt nicht sagen will, nicht, das kennen wir wissen ja alle, wie sinnlos es ist, dann zu fragen, wer hat denn angefangen? Wer hat den ersten Stein geschmissen? Nicht? Wer hat das erste Fenster eingeschlagen? Nicht? Wer hat den ersten Friedhof geschändet? Nicht? Aber es ist einfach, glaube ich, insgesamt, also pauschal, sind die Sympathien nach wie vor in der Ukraine sehr viel größer für Polen, als das umgekehrt in Polen der Fall ist für die Ukraine. Ja, also ich komme aus der Ukraine, ich bin Ukrainerin und deswegen möchte ich gerade an die letzte Frage anknüpfen. Vorerst bedanke ich mich herzlich für Ihren Vortrag und auch für die Frage, also die Perspektive der Ukrainer. Sie haben am Anfang des Vortrages gesagt, dass in den 60er Jahren das kein Thema war in Polen, aber ich spreche jetzt für die Ukraine. Ich bin in Lemberg geboren, aufgewachsen, sozialisiert, ausgebildet etc. etc. Aber meine Familie, meine Eltern kamen aus zentralen Gebieten der Ukraine. Das bedeutet, dass polnisches Thema in unserer Familie nicht so präsent war. Aber in der Lemberger Umgebung schon in der Schule. Polen war für uns immer sehr begrüßt. Schon in der Schulzeit, ich erinnere mich, das war wie Fenster nach Europa, das war die Grenze der Sowjetunion dazwischen, aber man sollte nur eine kleine Antenne auf dem Dach haben. Wir haben polnisches Fernsehen gesehen, wir haben auch polnisches Radio ständig gehört. Und deswegen diese Sprachkenntnisse, weil die, meine Generation, das war schon Generation von der Nachkriegszeit und wir sind nicht in diesem mehrsprachigen Milieu aufgewachsen wie frühere Generationen, aber wir konnten alle Polnisch. Ich habe Polnisch nie gelernt. Ich kann Polnisch, ehrlich zu sagen, nicht schreiben, aber ich lese, ich verstehe, ich spreche Polnisch. Nur dank dem Fernsehen und dem Radio. Und im polnischen Fernsehen konnten wir das sehen und hören, was normal in der Sowjetunion verboten war. Das war offiziell auch nicht gestattet mit diesen Antennen auf den Dächern. Und auch die Literatur. Wir konnten Polnisch lesen, zum Beispiel Kafka ist vorerst in die Ukraine gekommen und dann erst in die Russische Föderation. Man hat Kafka zuerst in Kiew ukrainisch publiziert. Also wir konnten westliche Literatur, Philosophie auf dem Weg bekommen. Ich verschweige schon die Mode. Alle Mädchen strebten, also da irgendwo, wer eine Tante in Polen hatte, da hat man alles geliefert und das war Muster für uns. Also ich spreche von Ende 60er, 70er Jahre, also als ich noch in der Schule war. Also man hatte große Zuneigung überhaupt zu allem Polnischen, zu Polen.
Und was die Geschichte anbetrifft, man konnte, mindestens kann ich das so erklären, aus meiner Erfahrung sehr gut trennen. Also wir haben Schewtschenko gelesen, natürlich in der Schule, und auch Oral History, das funktionierte. Man hat immer gesprochen über diese Deportationen, Umsiedlungen, gewaltige Umsiedlungen, ukrainische Dörfer aus Polen Richtung Osten und dann polnische Bevölkerung Richtung Westen und auch viele Grausamkeiten gab es. Also das, darüber hat man gesprochen, also wie da die Polen die ukrainische Bauern behandelten und die Ukrainer die Polen. Viel Blut war vergossen, aber man trennte das. Also das war Geschichte, das war irgendwann vorbei ist das. Ja? Und im aktiven Leben, also da gab es nie antipolnische Stimmungen. Also das ist in meiner Erinnerung und eigentlich meine Generation ist so aufgewachsen. Und dann während der beiden Revolutionen in der Ukraine, Orangenrevolution und speziell die letzte Revolution der menschlichen Würde, da war Polen an unserer Seite, das hatten wir gefühlt, gespürt, also Schulter an Schulter. Und die Polen waren absolut aktiv, sie waren präsent, sie waren da. Auch Politiker haben sich Mühe gegeben, das ist allgemein bekannt. Und also das war allgemein klar, dass gerade im Interesse von Polen und überhaupt der EU eine unabhängige, starke, demokratische ukrainische Zivilgesellschaft sehr wichtig ist. Ja, und wir können jetzt nur bedauern, wir sind verwirrt, was ist los in Polen. Ja, also da, wie ich da die Nachrichten lese oder BBC Ukraine oder andere ukrainische Quellen. Also viele sind irgendwie stehen vor großer Frage, warum, was ist los? Ja? Danke Ihnen. Ja, nur eine Bemerkung dazu. Ich glaube, es ist ja auch von ukrainischer Seite aus schwer verständlich, dass man sich heute in Polen so unglaublich intensiv wieder mit einem Thema wie dem Massaker von Wolinien auseinandersetzt. Nicht 1943, okay, das ist ein unglaublich brisantes Thema, nicht, das ist eine heikle Geschichte, das ist eine schmerzliche Geschichte, aber in der Situation, in der heute die Ukraine ist, wo sie einen realen Krieg führen müssen, einen realen Krieg gegen einen Aggressor führen müssen, da finde ich schon verständlich, wenn man sich in der Ukraine nicht mit derselben Intensität mit einer historischen Frage auseinandersetzen kann. Nicht? Jetzt abgesehen davon, dass natürlich sozusagen die Ukrainer bei diesen Massakern also sozusagen nicht wahnsinnig toll wegkommen. Nicht? Das jetzt einmal, aber es gibt genauso viele Fragen umgekehrt. Nicht? Also das ist ja nicht, das steht ja jetzt nicht singulär in der polnisch-ukrainischen Geschichte, stehen ja nicht singulär die Massaker von Wolinien. Nicht? Sondern es hat Pazifizierungen ukrainischer Dörfer gegeben und so weiter und so fort. Nicht? Aber ich glaube, dass muss man, und das verstehen auch, also meine polnischen Freunde verstehen das auch sehr gut, nicht? Also wenn ich zum Beispiel die Artikel von Smolenski lese, dann äußert er schon immer Unverständnis, dass man jetzt gerade auf diesem Wolin-Klavier so laut spielt, nicht? Dass man diese Frage so jetzt in den Vordergrund spielt. Es gibt diesen Film über Wolin, nicht, der wurde dann, sollte in der Ukraine, glaube ich, im geschlossenen Kreis gezeigt werden, durfte dann dort nicht gezeigt werden. Und da beginnen dann auch schon wieder so diese kleinen Missverständnisse, nicht, wo man dann sagt, ja, das ist Zensur und so weiter und so fort. Aber insgesamt, glaube ich, muss man einfach eines sehen, nicht, hier wird ein historisches Thema hochgekocht, ganz bewusst hochgekocht. Nicht? Es gibt diese Enactment, glaube ich, nennt man das, nicht, wo Wolinien sozusagen live nachgespielt wird, nicht, wo die Leute da mit künstlichem Blut überschüttet rumliegen und so weiter und so fort. Nicht? Und andererseits, auf der anderen Seite, ist in der Ukraine realer Krieg. Nicht? Und das ist einfach für die Ukrainer eine Realität. Nicht? Also das ist keine historische Sache. Nicht? Wie ich zuletzt in der Ukraine war, das war vorigen Herbst, nicht, habe ich auch Leute getroffen, die von dort gekommen sind. Und ich habe Freunde getroffen, die gesagt haben, unser Sohn geht nächste Woche, übernächste Woche dorthin. Nicht? Da geht es nicht um Geschichte, sondern das ist die Realität. Und ich glaube, das muss man auch
sozusagen immer mitdenken, nicht? Bei diesen Auseinandersetzungen. Mein Name ist Dietmar Zoder, ich komme vom Verband Österreichischer Ingenieure. Ich hätte eine Frage, Herr Pollack, an Sie. Vor kurzem war Fürst Adam II. Von Liechtenstein hier in Korneuburg und in Kloster Neuburg, glaube ich, und hat einen Vortrag über den Start des dritten Jahrtausends gehalten. Und der Sukkus von seinem Vortrag war, wenn wir das Blutvergießen des vergangenen Jahrtausends vermeiden wollen, dann müssten wir uns verabschieden von der Idee, dass die Integrale, dass der Staat als Integral unantastbar ist, verabschieden von dieser Idee. Das heißt, wir müssen damit leben können, dass Staaten zerfallen, neue Staaten entstehen und so weiter. Jetzt meine Frage zum Donbass. Als Kenner, was wollen die Leute dort? Würden die gerne sich mit Russland vereinigen? Dass die Salamitaktik Putins abzulehnen ist, ist schon klar, dass der gerne über den Donbass, über Odessa bis zum Dniestro das vereinigen wollte, ist alles klar. Aber was wollen die Menschen dort? Und meine zweite Frage, diese Entwicklung da in Polen und das Versagen Europas, kann es dann sein, dass die Ukraine sich abwendet vom Westen und nach Osten sich wendet? Also ich beginne mit der zweiten Frage. Also ich habe eher den Eindruck, dass sich heute Polen vom Westen abwendet und sozusagen eine, ja, nicht, wir wissen das alle, diese Visegrad-Staaten nicht, also da ist eher eine Abwendung von, es ist ja auch in Polen heute eine durchaus EU-skeptische Haltung, nicht, also man, die EU wird offiziell ja, nicht direkt abgelehnt, nicht, aber man ist ja doch sehr skeptisch gegenüber. Also ich habe eher den Eindruck, dass diese Abwendung in Polen stattfindet. Ich glaube nicht, vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, ich habe nicht den Eindruck, dass das in der Ukraine ein Thema ist. Also ich glaube, dass man nach wie vor in der Ukraine eigentlich pro-europäisch denkt. Das ist mein Eindruck. Zu dieser ersten Frage muss ich sagen, dass ich dazu einfach zu wenig weiß. Also ich weiß zu wenig über den Donbass. Ich war nicht im Donbass. Ich kann dazu eigentlich nicht wahnsinnig viel sagen. Ich habe eine gute Freundin, die viele von Ihnen wahrscheinlich kennen werden, Zhenia Belorussets, die sehr oft im Donbass ist und wir haben in letzter Zeit so etwas wie eine Korrespondenz geführt, die jetzt auch irgendwann publiziert werden soll. Und also ich kann mich nur auf das stützen, was Zhenia mir geschrieben hat, was sie mir erzählt hat über den Donbass. Das ist eine junge Frau, Künstlerin, Fotografin, die sehr viel dort herumgefahren ist, sehr viel auch mit Leuten geredet hat, auch dort Projekte anstößt und so weiter. Und ihr Eindruck, also sie hat mir gesagt, sie hat nicht den Eindruck, dass hier die Bevölkerung mehrheitlich pro-russisch denkt, ja, das glaubt sie eher nicht, sondern sie glaubt, dass natürlich jetzt in diesen Gebieten, die von den Separatisten beherrscht werden, nicht, wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein, offen seine Meinung zu äußern, nicht? Und zu sagen, nein, wir sind aber alles pro Kiew und pro Ukraine. Aber ich glaube nicht, dass im Donbass jetzt die Gefühle so pro-russisch sind. Aber es sitzen, wie gesagt, auch hier Andrei Kurkov. Vielleicht kann Andrei dazu etwas sagen. Was meinst du? Also, ich meine, ich komme da wirklich sozusagen, ich stehe hier wieder völlige Ignoramus und so über ein Thema wie den Donbass. Ja, ich war zweimal in Donbass in 2015 und versuchte mit Leuten zu sprechen. Ja, manchmal, das war sehr schwierig, manchmal nicht. Aber man muss verstehen, dass 50% der Bevölkerung sind Flüchtlinge. Von diesen Flüchtlingen Hälfte ist in Russland und die andere Hälfte ist in Ukraine. Und die Leute automatisch denken, dass die Flüchtlinge, die in Ukraine gegangen sind, sind pro-ukrainisch, die anderen sind pro-russisch. Das ist, glaube ich, nicht korrekt, aber auf jeden Fall, es gibt kleine und aktive pro-russische Minderheit, kleine und aktive pro-ukrainische Minderheit. Für Mehrheit der Leute, das war immer egal, wo sie leben, weil die Situation in der Region war sehr speziell.
die Region eigentlich existierte getrennt von Kiew, von Ukraine. Das war nur von lokalen Mafia und lokalen Oligarchen beherrscht, ja. Und man nur jetzt versteht, wie viel zum Beispiel ukrainischsprachige Kultur es gab dort. Und in Kiew, die Leute wussten davon nicht. Und jetzt, als es gibt Schriftsteller, Flüchtlinge aus Donbass in Kiew, in Lemberg, beide russischsprachige und ukrainischsprachige. Und das ist sehr interessant. Und jetzt sind sie viel mehr bekannt in Ukraine, als wann sie in Donbass gelebt hat. Jetzt sind wir weit weg entfernt von unserem ursprünglichen Thema. Vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag und vielen Dank nochmal für die interessanten Fragen. Ich lade alle herzlich ein, in unsere Cafeteria bei einem Glas Wein weiter zu diskutieren. Kommen Sie wieder.